Mein guter Freund Basti Giagi und ich haben letztens im Stream über alte Pokémon-Spiele gelabert und wir haben beide eine Sache festgestellt. Pokémon ist zu leicht. Und genau deshalb haben wir ein paar Dinge geändert und eine Pokémon Randomizer Soulink Challenge gespielt. Die Regeln sind einfach. Wir dürfen keine Tränke verwenden, außer die Gegner verwenden auch welche. Jedes gefangene Pokémon muss einen einzigartigen Namen haben. Und wir dürfen nur das erste Pokémon in jedem neuen Gebiet fangen. Wenn ein Pokémon besiegt wird, gelten beide gelinkten Pokémon als tot und müssen freigelassen werden. Oh, und es sind alle Pokémon komplett randomized. Also haben wir unsere komplett legalen Version von Pokémon gestartet und gehofft, dass wir gute Starter bekommen. Oh, ich trau mich nicht. Das okay, zieh runter, zieh runter, zieh runter. Ja, zieh runter. Die gespiegelte Cam schmeißt mich komplett aus dem Leben. Okay, wann klicken? Nein, ich hab's gedrückt, ich hab gedrückt! Egal, macht einfach! Wait, what? Mach mal bei dir! Also, hab ich nicht den richtigen Seed bekommen? Oder ist es einfach lucky? Bro, niemals ist das... Das ist impossible, right? Wahrscheinlich bist du lucky und hast aus der dritten Generation die drei Starter gerandomized. Tschüss, Bro, geh bitte, bitte dreimal Lotto spielen hintereinander. Wie geil das bei mir aussieht, aber wie goofy bei dir, Bro. Megani oder wie sie heißt, passt nicht mal ins Screen rein, Digga. Und nachdem ich dann meinen 3DS nochmal an- und ausgemacht habe, konnte es tatsächlich wirklich losgehen. Ja! Ja! Okay! Zeig mal, ich seh nichts. Okay. Shit, okay, die hab ich. Ich hab... Sind das alles drei Pflanzen oder ist er hier Wasser? Er ist Wasser, ne? Er ist Pflanzewasser. Ich sag ehrlich, ich muss Gekkabor nehmen, right? Alright. Ich habe das Gefühl, da kann ich nichts falsch machen. Dann auf geht's. Come on, Kevin. Boom. Ich hab's ausgelockt. Ich hab's. Aber jetzt bin ich kein zurück mehr. Auf jeden Fall okay. Slimog down, aber ich hab ihn. Ist aber hier schon direkt. Ist schon halbe Endboss. Ich hab ihn. Ersten Fight haben wir gewonnen, Basti. Let's go. Bro, er wehrt einfach meine Attacke ab. Ich hab hier gerade kurz Top 4 Kampf. Ich guck kurz deins zu Ende. Pium. Digga. So, Spitzname. Oh mein Gott, okay, wie nennen wir die jetzt? Wir müssen die jetzt linken. Also Susi und Strolch oder so, dass wir immer so Kombo nehmen. Also willst du einfach normale Vornamen nehmen? Könnten wir machen, aber ist vielleicht noch ein bisschen cringe, I don't know. Es sieht ein bisschen gerade im Overlay aus, als würden unsere Pokémon so eine große Cheddar-Käsescheibe essen. Was? Oben links, das Groudon. Als ob das so eine Käsescheibe ist. Und das muss so ein großes Paket tragen. So ein Fernseher, gerade Umzug in so eine neue WG, voll abgefuckt. So ein Zimmer, 14 Quadratmeter, aber trotzdem 800 Euro warm. Boah, das ist schwer. Wir müssen jetzt 24 Stunden eventuell mit dem hier verbringen. Bro, wenn du ernsthaft glaubst, dass der Kollege 24 Stunden heute hier überleben wird, also dann hast du aber auch ganz große Probleme. Ja, okay, fair. Ich nehme meinen nach irgendwem im Chat, glaube ich. Okay, also machen wir jetzt einfach random. Irgendwas. Ja, ich nenne den hier Crackspy, dann bin ich froh, wenn er stirbt. Also in-game. Ich nenne meins Emerald. So. Wie lame. Was? Oh mein Gott, wie lame. Ey, ich hätte vielleicht meinen Gekkabor einmal kurz ins Pokécenter schicken sollen, oder? Muss ich jetzt fighten? Ja. Oh, 21 Schrägstrich-Arena. Bro, sie hat bei mir den Kader. Ey, Bruder, es ist GG, ich bin tot. What? Bro, was mach ich? Rerun, was mach ich? Digga, ist jetzt nicht dein Ernst, Kevin. Bro, ich blow den ersten Run, was? Okay, vielleicht kann ich es mit Absorber machen. Ich try's. Was sollst du damit Absorber machen? Oh, ein HP bekommen. PogChamp. Oh mein Gott, das ist over. Du schaffst es. Ja, wo das sind noch zwei, das sind noch Lockduft, drei. Lockduft! Ja, sehr gut, Bro. Ich kann 3-Rap schaffen. Ranghieb. Bitte nicht killen. Ja! Bro. Basti, let's go! Oh mein Gott! Ja! Let's go! Oh mein Gott, Bro, warum fängt das so intens an? Ja, und nachdem Crackspy wirklich um Haaresbreite durch den Rivalenkampf geschafft hat, wurde es für uns endlich Zeit, unser Team aufzustocken mit unserem ersten richtigen Encounter. Ja, komm. Okay. Oh mein Gott, bitte. Bro, nein, das kann nicht, das können wir nicht machen. Oh mein Gott! Lapras ist insane! Bro, ich bin Level. Ich muss dir einen Pokéball werfen, oder? Ich schreibe, der erste Ball ist 100% Fangrate. Das ist so ein guter Start, oh mein Gott. Ich hoffe, das stimmt. Fukano ist aber auch insane gut bei mir, muss ich sagen. A drücken, A spam immer, wenn es wackelt. Wichtig, A. Ich hab's. Ja! Bro, okay, let's go! Geiler Start! Ja, wie nenne ich meinen? Bro, gute Frage, ich weiß es auch nicht. Ich muss Wolfi. Bro,
Hör auf, den Namen zu judgen. Das hat History auf diesem Kanal. Digga, du hast einfach Emerald und Wolfie. Willst du mich verarschen? Ich nenne meinen Lachs-Chaos. Weil das ist dann so ein Stück weit auch cool, wenn die sterben. Mit Lapras und Fukano war jetzt der Plan, quasi direkt zum Arena-Leiter zu gehen. Und auf dem Weg dahin hatten wir noch 4 weitere Encounter. Aber ich sag mal, 3 davon waren Oberarsch. Aber der letzte Encounter vor der Arena wurde nochmal richtig interessant. Oh, Basti, ich wünsche dir Glück. Ich dir auch. Unser 6. Pokémon, let's go. Come on. Warum musstest du dir so vorstellen? Ach, Bruder, Jurob, Alter. Noch ein Wasser. Bro, du machst halbe, du machst halt komplette Wasser-Arena. Bro, du kannst mir das Glumanda nicht zerstören. Also Jurob ist später gut. Oh Gott. Chat, ich brauche einen guten Namen für den hier. Wieland. Sollen wir den Rumatra nennen? Ah, der ist zu süß. Der ist zu süß für Rumatra. Wir nennen ihn Robin. Robin hat dieses Overlay hier programmiert. Ich wette mit euch, Chat, dass Bastis Glumanda richtig beschissen heißen wird gleich. Hier so Blaze oder so wird er die nennen. Let's go. Guck mal, was er macht. Redstone. Oh mein Gott. Dieser Mann macht mich. Boah, Blaze wäre cool. Jetzt habe ich ja zu spät. Ich hätte nicht gedacht, dass bis zur ersten Arena hier nichts stirbt, ne? Technisch gesehen bin ich noch nicht bei der Arena. Ja. Yep, wer weiß, was jetzt hier kommt. Also, ich sag ehrlich, wenn jetzt ein Feuer-Pokémon und ein Elektro-Pokémon kommt, die sind mega stark, dann könnte es ein Problem werden. Oh mein Gott! Oh mein fucking Gott. Bro. Oh, Digga, wenn da ein Crit kommt, dann ist das Ding tot, ne? Beide Attacken auf Dings. Beide zuvor. Ja, mega sauber, ne? Aber damit ein bisschen halt am besten. Oh, bitte, bitte. Nein, nicht, nein, nein. Doch, doch, doch. Trust. Bro, Megasauger bringt mich. Oh mein Gott, das ist super Arsch. Bro, es ist Flug und Feuer. Eine Pflanzenattacke ist ein Viertel. Bitte kein Crit, bitte kein Crit. Ich mach zu Karl, oder? Dann soll er einfach tanken. Dann stirbt Karl, aber juckt. Nein. Nimm lieber als Tank das Vorletzte. Jürgen, das kann bei mir auch weg. Boah, Bruder, ich hoffe, Jürgen stirbt nicht. Bitte, Jürgen. Ich hoffe, du kommst da irgendwie durch, Dog. Jürgen, bitte. Ich weiß nicht, wie du es machen willst, aber du machst es irgendwie. Jürgen ist tot. Oh! Oh mein Gott. Boss! Oh, okay. Oh, oh. Ja, das ist tot. Oh mein Gott! Jürgen, motherfucking Tank! Jürgen! Du bist der Beste! Jürgen muss jetzt aber wieder raus, Bro. Jürgen muss jetzt wieder raus. Ja, I know. Okay, immerhin ist es vorbei. Okay, wir haben jetzt Lapras und Crackspy technisch gesehen überlevelt. Ich denke, es ist aber okay für die erste Arena. You know, wir achten in Zukunft drauf. Crackspy ist Level 16. Ja, moin. Oh mein Gott, das wird immer schlimmer. Oh mein Gott, er entwickelt sich auch noch. Ich kann nicht mehr. Jetzt ist er wirklich komplett vorbei. Ich komme ja komplett overlevelt jetzt in die Arena rein. Oh Mann, Digga. Okay, welchen kann ich denn... Jemand meinte, ich kann einen nicht skippen. Den ersten wahrscheinlich, oder? Nee, wait, den kannst du. Du kannst alles skippen. Oh mein Gott. Digga, Kevin, also das ist halt wirklich, das ist so hardcore. Oh mein Gott, ey, es tut mir leid. I don't know. Ich hab keine Ahnung, was gerade passiert ist. Digga, du machst kein Eis. Ja, ich wusste, dass Eis besser ist. Es war, ich hab's als Handicap gemacht, weil Crackspy schon überlevelt ist. Dumm, Golber zu dumm. So, alright. Kevin? Erster Arena-Kampf, come on. 2,5 Stunden für den Grind. Keiner muss sterben. Come on! Es darf keiner sterben hier. Come on, bitte nichts Hartes. Oh, ich hoffe auch. Schwer. Bitte jetzt einfach chillige Pokémon. Sie wird ein hohes Level haben. Bitte chillige Pokémon. Nach Tara. Zapdos! Digga, Zapdos! Bro, what? Bro, 2 von 3 starken Pokémon bei mir sind Wasser. Was zum Fick mache ich jetzt? Donnerschock? Oh, easy, what the fuck, Big Tank. Was mache ich gegen Nachtara? Okay, Zapdos ist down, Brody. Okay, jetzt gib mir bitte irgendwas Chilliges. Digga, wär's denn er, Junge. Okay, ich hab meinen ersten Fight, nice. Alright, ladies and gentlemen, wir müssen auf Basti warten, aber wir können gleich die erste Arena abhaken. Digga, was hast denn du für einfache Dinger gehabt? Junge, Zapdos, willst du mich verarschen? Deine zweiten, meine ich. Nice, good job. Ich glaube, ich bin down. Warum? Das war's doch. Der Fall ist over. Hat sie nur 2? Ich dachte 3. Nein, sie hat nur 2. Oh mein Gott, ich dachte 3. Bro, let's go, wir haben die erste Arena, ladies and gentlemen. Man muss wirklich sagen, bis hierhin war unser Run super clean. Wir haben uns gar nicht erwartet, dass es so gut läuft direkt. Und ja, genau das sollte sich auch direkt ändern. Bitte gib mir irgendwas Gutes, wir brauchen irgendwas Gutes. Come on. Wir brauchen beide was Gutes. Come on.
Oh ja! Oh mein. Digga, meins ist insane. Ja, meins auch, Bro. Meins auch. Digga, deine sind so scheiße. Mann, Digga, er sieht aus wie Jürgens Bruder, Digga. No joke. Das ist die Vorentwicklung von Jürgen. Oh mein Gott, Alter. Wait, wait, wait. Ganz kurz. Wenn ich den schon habe oder eine Entwicklung davon, dann darf ich den nicht fangen und muss neu rollen. Das ist gut. Flüchte. Wir können beide fliehen und neu machen. Wie? Wir müssen beide fliehen. Ich muss auch fliehen. Ja, du musst auch fliehen. Digga, halt's Maul! Digga, ich hab Libeldra. Wenn, dann beide. Na komm, nächste. Dann geh du in dein nächstes rein. Komm, Re-Rap, Re-Rap, du kriegst eh jetzt Libeldra. Naja. Digga. Digga, du bist der größte NPC der Welt! Du bist ein großer, nerviger Idiot. Es ist so schrecklich. Ey, Bro, hier kam kurz ein Trainerfight dazwischen. Komm, Bro, Moment. Konzentrier dich! Ich bin konzentriert, shut up! Mann, Bro, da war ein Libeldra! Was soll ich machen? Ich kann nichts dafür, Digga. Okay. Liebe Ey, das Beste wäre jetzt, wenn ich nochmal den bekomme, den wir nicht haben dürfen. Warum? Dann müsst man, so, musst du deinen auch wegmachen. Digga, du bist der Größte. Ja wohl nicht sein. Ey, ich kann nichts dafür! Bro, dumm Esel. Was soll ich machen? Es ist fucking random. So, ich hab dumm Esel gefangen. Wie sieht's bei Donphan aus? Perfekt. Oh mein Gott. Der Bastian, traurig. Stark. Wir sollten Aslak fragen, ob er mehrere machen kann, mir die zuschickt. Und ich kann die so anpassen, je nachdem, wie mad er ist. Oh mein Gott. Come on. Komm. Digga, Kevin, ich halt's nicht mehr aus. Ey, endlich mal wieder ein Wasser-Pokémon. Ich mach unbedingt eins. Ey, ja, wenn ich kommt noch ein Libeldra. Ja, okay, gut. Das ist die Vorentwicklung von Libeldra. Ne? Warte mal, wirklich? Ja. Das macht's ja noch lustiger. Oh mein Gott, Digga. Und nachdem wir die Libeldra-Psychose überstanden hatten, wollten wir eigentlich nur noch so schnell wie es geht ins nächste Gym. Aber vorher ist noch das hier passiert. Ah, das beißt sich an. Oh! Wow! Okay. Ich krieg das nicht gefangen. Ich krieg das nicht gefangen. Wobei, es ist Level 5. Level 5 ist easy. Komm, bitte. Wow! What? 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 Digga, was? Bro, what? Bruder, WTF! Holy shit! Digga, wir müssen jetzt. Alter, wenn jetzt einer von uns blowt, blowen wir zwei Legendaries. Wir haben halt nicht alle mit Money. Also, ich würde mein Celebi auf jeden Fall erstmal fangen und wir gucken. Was redest du? Was ist ernst? Ich glaub schon. Bro, was? Easy. Was? So, you know? Und jetzt habe ich nicht so viel gewastet. Jetzt können wir quasi gucken, ob wir deinen fangen können. So, people. Alter, das ist das mit dem Mucke weg. Es lohnt sich, dass du Latias hast. Und Celebi ist jetzt auch nicht so ein kranker Anker in meinem Team, sag ich mal. Ja! 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 Let's go! Good job, Bro! Good fucking job, Basti! Mit den beiden Legis sind wir wirklich über das zweite Gym komplett drüber gefahren. Und es ging eigentlich auch schon direkt weiter. Und zwar zu einem der ikonischsten Pokémon von diesem ganzen Run. Ihr werdet im späteren Verlauf dieses Videos noch verstehen, warum. Aber wir haben ihn hier bekommen. Komm. Die Frage könnte jetzt ein bisschen peinlos sein. Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Meine einzigen Erfahrungen. Oh mein Gott, Digga! Ist nochmal Wasser, aber ist trotzdem geil. Incognito. Datenschutz wurde in die Box gelegt. Datenschutz, Digga. Alright. Meiner ist auch drin. Ladies and Gentlemen, wir brauchen einen guten Namen für Imperator. Oh, ich nenne die Krokoboss. Ja, das ist stark. Aber die waren ja nur Backup und damit wir die dann auch gebrauchen können, müssten wir ja erstmal Pokémon verlieren und das passiert uns ja nicht, ne? Oh, ja. Okay, es ist doch passiert. Mein Gutex ist tot. Oh nein, jetzt geht der Bruch los. Naja, schade um Glutexo, aber Platz für was Neues. Ja, muss man positiv sehen. Ey, positiv. Wir haben jetzt. Wir können mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Wie geil. Wir hatten zwar Robin verloren, aber trotzdem hatten wir übelst Luck, weil wir danach bei einem Schönheitswettbewerb teilgenommen haben, wo man ein Pokémon geschenkt bekommt. Und Basti hat einfach Robin 2.0 gefangen. Komm, bitte, bitte, bitte. Jurob! Du hast Robin bekommen! Dann ging es auch mit Robin 2.0 direkt zur dritten Arena, wo unser Rival auf uns wartete. Bro, oh mein Gott, du kämpfst gegen den Typen hier vor der Arena, gegen Heiko. Die Lochis. Nee, das ist Castcrafter. Ja. Yeah. Was?
Nein. Digga, du hast meinen Lapras gekillt, Basti. Hä? Bro, du hast mein stärkstes Pokémon gerade gekillt. Vor der Arena. Digga, wir stehen vor der Arena, Bro. Das ist der Bruch. Das ist der Bruch. Boah, jetzt habe ich doch echt kein Wasser-Pokémon mehr, ne? Wir haben also Furkano und Lapras verloren. Aber ich sag mal so, viel schlechter als das kann es ja gar nicht laufen, oder? Oh! Mein fucking Gott! Okay, Bro, wir haben ein riesiges Problem, Basti. Bro, ich bin dir nicht böse, wenn Eboli stirbt. Ich glaube, du musst jetzt einfach nochmal den Damage versuchen zu nehmen, den der gehen kann. Okay, also dann gehe ich mit Flügelschlag, ja? Ach du Scheiße, oh mein Bruder. Ja, aber der macht eine andere. Das war's. Das war's, das war dumm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, rest in peace, Digga. Oh Junge, also langsam dünnen wir ein bisschen aus, Bruder. Sag ich ehrlich. Wir müssen jetzt mal langsam ein paar Pokémon nachholen. Ja, jetzt langsam bräuchte ich wieder ein paar neue. Und nachdem unser ganzes Team einmal aufgeräumt wurde, mussten wir halt in die Box gehen und erstmal unsere ganzen Ass-Pokémon rausnehmen, wie zum Beispiel Philo, und irgendwie auf ein brauchbares Level bekommen. Und nach 90 Minuten wirklich nur leveln und grinden, waren wir endlich bereit für den dritten Run. Uch, wie hast du es geschafft, zu mir vorzudringen? Oh, alright. Dritte Arena, Ladies and Gentlemen. Auf geht's. Real Rappers könnte hier schief gehen. Lutexo. Lustig, dass jetzt Lutexo kommt, weißt du? Ja, true. Bei mir kommt Ho-Oh, ach du Scheiße. Digga, nein. Ach du Scheiße. Wir haben Ho-Oh schon einmal gefightet, wir schaffen es ein zweites Mal, Chat. Oh, ich hab irgendwie Angst, dass es mega viel Schaden macht. Das sieht sehr stark aus. Oh mein Gott. Oh. Audi-Check gibt dir halt Rückstoß. Ne? Ich hab's. Ja, geil. Okay, wir haben ihn. Okay, Bruder, mach zu das Ding, bitte. Nice, ich sollte es haben. Oh mein Gott, let's go. Alright. Let's go. Arena Nummer 3 ist geklärt, Ladies and Gentlemen. Nice. Den ehrlich. Junge, der ist hart. Okay, wir können weitermachen. Kevin, kannst du aufhören, bitte? Digga, du hast so keine Hobbys, ne? Das ist doch ein sickes Outfit. Digga, Basti im Stream, Basti danach. Digga, holy shit. Oh man, okay. Wir kommen jetzt hier weiter. Ja, dadurch, dass wir jetzt den dritten Orden endlich geschafft hatten, hatten wir die Möglichkeit, auf neue Routen zu gehen und damit endlich neue Encounter freizuschalten. Und ich sag ehrlich, es hätte nicht besser laufen können. Es lief extrem scheiße. In der Praxis bedeutet dies, dass Pokémon beim Einsatz von Attacken des gleichen Typs einen Attackenstärke-Bonus von 50 Pokémon. Digga, du bist ein kleiner Kick! Du kriegst es nicht mal mit! What? Was ist passiert? Du unterschätzt deine scheiß Pokémon-Gegner! Bro! Mann, dicker Zahnspange war so gut, Bro. Kevin, wir haben neue... Ganz kurz, wir haben ein riesiges Problem. Und ich einen Schritt näher das Display. Wohin genau? Der ist mega tanky, right? Oh mein Gott, er hat abgesang. Ist das, der mich mitnimmt? Kleiner als in den Tod? Ja, dann musst du dein Pokémon wechseln. Crazy ist halt crazy broken, ne? Den will ich eigentlich nicht leveln, aber egal. Bro, musst du stirbst sonst an wohin genau? Das ist gerade gefährlich. Du hast gerade gesagt, wie in so einem Anime oder so. Ja, okay, ich switch an schon. Aber das Problem ist, wenn er dann einen Konter macht, er könnte Cracks bei töten. Er macht Abgesang. Kann ich nicht einfach eine Attacke machen und dann switchen? Wenn du ihn damit tötest, dann bist du tot. Ah, okay. Ich kann Antikkraft nochmal machen. Zauberblatt ist besser, weil du hast, weil du auf Pflanze bist. Ah ja, true. Good call. Oh ja, Big Damage. Nice. Ich mag dich. Digga, das Pokémon ist so OP, deswegen hab ich's ja gesagt. Wohin genau ist so krank. Oh mein fucking Gott. Mein stärkstes Pokémon ist weg. Boah, das ist ein richtig dicker Crit, aber da hätte ich Re-Rap, was hätte ich machen sollen? Also no joke. Nein, alles gut, aber wohin genau ist für sowas, was wir machen, das schlimmste gegnerische Pokémon. Alter, der ist ja mega broken. Oh mein Gott. Bro, weißt du, wie krass das war, dass wir Latias und Celebi gefangen haben? Mm. Und an dem Punkt dachten wir wirklich, es kann nicht noch tiefer gehen. Wir hatten nur noch Müll drinne und dann kam das Allerschlimmste. Wir mussten einen gezwungenen Doppelkampf machen, wo man mit Michael zusammen gegen Team Magma bzw. gegen Team Aqua kämpft. Und das war die absolute Hölle, Freunde. Okay, wen kennst du noch? Wen? Celebi.
Okay, bitte gib mir jetzt zwei richtige Low-Bobs. Arpador und Camerupt. Okay, geil. Die macht mal auf Chillo mit dem guten alten Carpador. Geile Attacke. Carpador liegt richtig los. Ja, moin. Perfekt. Ja. Mike ist Pokémon einfach dead. Ja, aber Carpador auch tot. 1A. So, dann machen wir zu das Ding. So, und zu das Ding. Perfekt. Hat Mike für scheiß Pokémon. Ich schwöre, ne? Bei mir auch. Wie sieht's bei dir aus? Ja. Bei mir dauert, Bro, Celebi tankt so krass rein. Genesung, Bodyguard. Was passiert, wenn Mike keine Pokémon mehr hat? Rettet man dann alleine weiter? Ja. Oh mein Gott. Tod, das war's. Bro, der Run ist vorbei. Bro, Re-Rap. Was ist mit Finale? Ich wechsle jetzt auf Noctu, ich lass Noctu sterben und dann gehe ich ins Finale. Das war's, Bro. Überlebt er. Nein, überlebt er. Boah. Maschine, Digga. Das überlebt er nicht. Bro, warum ist er denn doppelt schnell? Oh mein Gott. Oh Gott, okay. Bro, bitte halt das aus. Ja, geil. Bitte die zweite Attacke auch aushalten. Okay. Bitte viel Damage, oh mein Gott. Was? What? Digga, nein, das passiert das, was ich gecallt habe. Hätte irgendwann am Anfang, was ist, wenn wir nach 12 Stunden verkacken? Doch, ist nichts vorbei. Ich könnte mit Quaxor Abgesang probieren auf Celebi. Du würdest nach 3 Runden auf jeden Fall sterben. Überleb, bitte überleb. Das ist so wichtig, dass er das jetzt tankt, Kevin. Ja, wichtig. Nice. Alright, ich glaube, das ist passender gerade. Alright, Kevin. Real Red, das ist passender. Es werden alle, es wird Frotch, Emerald und Hoglin. Es werden alle 3 sterben. Wir haben ein zweites. Ach, Digga, oh, Bodyguard. Oh nein, Hypnose hat geschützt. Aber nein. Weil Frotch noch eine Runde getankt hat, haben wir ein Pokémon noch mehr. Wir haben 2 Pokémon. Alte Emerald und Robin. Emerald und Robin sind die Pokémon, die bleiben. Digga, rest in peace, man. Frotch, du warst ein Krieger, Junge. Hoglin war auch so ein Boss. Oh, Digga, no joke. Rest in peace, Hoglin, Alter. Oh mein Gott. Bro, aber wenn ich Abgesang nicht hätte, wäre der Run vorbei. Was ist das für ein epischer Vibe gerade? Oh. Guck's dir an. Oh mein Gott. Celebi ist down. Nicht nur Celebi, auch Dodri. Auch down. Digga, Basti, du hast es aber gesaved. Oh mein Gott. Abgesang war die letzte Instanz, die wir noch hatten. Oh mein Gott, Alter, wir müssen jetzt ins Pokécenter alles abgeben, Bruder. Ich glaube, es hätte uns an dem Punkt wirklich nicht schlimmer treffen können. Wir waren 12 Stunden im Run. Unser komplettes Team wurde quasi gewiped. Die Box war leer, wir hatten nichts mehr. Und wir konnten aber auch an dem Punkt nicht unbedingt wirklich neue Pokémon fangen, weil um neue Pokémon zu fangen, um neue Routen freizuschalten, hätten wir erstmal Team Magma oder beziehungsweise Team Aqua besiegen müssen. Aber ich sage ehrlich, es war an dem Punkt mit unseren Pokémon gar keine Möglichkeit. Und ich sage ehrlich, wir hatten an dem Punkt, glaube ich, 2 Möglichkeiten. Entweder wir surrendern und fangen neu an oder wir reißen uns zusammen und machen das krasseste Comeback aller Zeiten. Das ist der traurigste Moment, dass ich jetzt ein Fragezeichen, ein scheiß Datenschutz Level 10 in mein Team packen soll, damit du deine Fagator Level 5 mitnehmen kannst. Das ist natürlich. Das ist der absolute Tiefpunkt. Das Team, was da gleich rechts bei mir in der Leiste stehen wird, ist der größte. Es ist der größte. Fucking Datenschutz. Datenschutz, Digga. Und natürlich haben wir uns für das zweite entschieden. Und das Ganze fing erstmal damit an, dass wir 3 ganze Stunden leveln mussten. Und Freunde, ich sag so, wie es ist, irgendwann ging es uns gar nicht mehr gut. Bin ich gerade in deinem Raum? Ja, Basti ist nebenan, gerade im Wohnzimmer. Ja. Kannst du mir mal ein Bier rumbringen? Ja. Wie findest du mein Outfit? Warum hast du keine Hose an, Doc? Ich wollte dir zeigen, ich kann da einen Doppelknoten reinmachen. Meinst du, es gibt jemanden, der in seinem Penis einen Doppelknoten macht? Mann, Bro, nein, wir reden darüber nicht. Es muss doch jemanden geben, der das kann, oder? An dem Punkt haben wir zwar unseren Verstand verloren gehabt, aber unsere Pokémon waren ready genug, um endlich Team Aqua bzw. Team Magma zu fighten. Oh Gott, bitte, bitte, bitte irgendeinen Müll jetzt. Er darf jetzt keinen crazy Stuff haben. 3 Pokémon. Digga, Boss. Digga, die Brille, Boss. Der Team Magma Boss Mark. Achso, Magnetilo hat keine. Guck mal, sein Endboss-Pokémon ist Pelton. Oh mein Gott, Jürgen, Bro. Sein Endboss ist Jürgen, holy shit. Jürgen ist auf die böse Seite gewechselt. Er ist gewechselt, Junge. Ah!
Was hast du gemacht? Digga, er hat mich gewone-shottet. Ich konnte nichts machen. Er hat mir einen dicken One-Shot, aber sowas von easy gegeben. Hey, nein! Ich hatte keine Chance. Real Rap. Digga, Basti hat jetzt legit einer seiner zwei guten Pokémon verloren. Er hat jetzt nur noch Melanie und es ist ein starker Pokémon, Bro. Ansonsten hat er nichts mehr, Digga. Ich glaube, es ist Zeit wieder für den hier, Junge. Mann, Digga, wirklich, ich habe 2 Stunden Violet gelevelt. Bruder, ich kann dafür nichts. No joke. Er hat mich einfach gewonnen. Doch. Nein. Bro, du hast zweimal Spezial-Death-Down gehabt. Du hast nicht aufgepasst. Nein, Bro. What? Junge, er hat eine Attacke gemacht. Willst du mich verarschen? Du kannst nicht den machen, Bro. No joke. Ja, eigentlich bin ich schuld. Eigentlich war meine Schuld. Nein, wir beide. What the fuck? Wahrscheinlich sind wir beide schuld. Was laberst du denn? Denkst du, dass beide Kämpfe hier parallel machen? Beziehungsweise keiner ist schuld. Bruder, du musst gar nicht meckern. Du hast unser komplettes Team gewiped, Bro. Bro, du hättest in der Situation, wo ich unser Team halb verloren habe, wir wären zu 100% dort Blackout gegangen. Nein, hättest du gespielt. Lüge. Zu 100%. Nein, du hast auch genauso. Ja, wahrscheinlich hättest du es zu 100%. Bro, du weißt. Du hast es nicht alleine gelöst. Du checkst immer noch nicht, was gegen Pflanze effektiv ist. Bro, shut the fuck up. Du weißt es auch nicht. Du guckst seit 14 Stunden dasselbe Bild an und checkst nicht, was gegen was effektiv ist. Bro, Ding von Giga ist mega scheiße. Du checkst das nicht. Das ist mega Mann, die scheiß Übersicht, Bro. Es geht einfach nur darum, warum denn Wailord? Warum nicht Impagator? Warum Wailord? Was soll ich machen, Bro? Ich kann mir das doch nicht aussuchen. Er ist halt gestorben. Ich muss mich kurz konzentrieren jetzt. Das will ich noch mehr verlieren. Ja, mach mal. Du bist ja der Chef gerade. Du bist ja der beste Spieler. Ja, mach, Bruder. Basti, du hast weitaus mehr Pokémon gerackt als ich. Du hast 3 Pokémon mehr gerackt. Oh, Bro. Digga, halt dein Maul. Du checkst überhaupt nicht den Zusammenhang, was da im Spiel Basti, passiert. Wir müssen aufhören, nur zu streiten. Merkst du nicht, was Team Magma versucht? Die versuchen uns zu spalten. Ich hasse dich so sehr gerade dafür, dass du doch so mit deiner Scheiße, deiner Undankbarkeit. Die versuchen uns zu spalten, Bro. Der gesamte Scheißrun wäre vorbei, wenn ich das vorher nicht gecarried hätte. Und du laberst mich voll. Oh mein Gott, Digga, du bist der Beste. Mit dem anderen Auge bist du auf... Es ist mir eine Ehre, dass ich das so schotten dürfen. Mit einem Auge cheatest auf deine Scheiß-Donations, auf dem anderen Auge auf deinen Chat. Du kriegst nichts vom Game-Level. So geil, dass wir zusammen zocken. Danke, dass du mich hier durchcarried. Du vercheckst einen Doppel-Debuff. Bro, shut the fuck up. Bro, ich will einfach aus diesem Verein raus, bitte. Kommen danach noch irgendwelche nervigen Trainer, die man umlaufen muss? Okay. Das war's. Puh, alright. Oh, painful, holy shit. Dadurch haben wir jetzt wieder neue Encounter, neue Routen freigeschalten. Und ich sag ehrlich, wir brauchten an dem Punkt wirklich jedes neue Pokémon. Wir brauchten eine Hoffnung. Wir müssen jetzt einfach wirklich hoffen, dass wir beide ein gutes Pokémon bekommen. Auf Anhieb, first try. Ist okay. Ja. Ist okay, ist stark. Bro, Kokowai ist gut, aber es ist halt ein scheiß Typ. Ja, es ist halt jetzt nicht crazy. Aber es ist tanky halt, ne? Das Team füllt sich. Ich nenne meinen einfach Rettung. Er muss einfach die Rettung sein jetzt. Der Chat hat uns dann aufmerksam gemacht darauf, dass wir auch die Möglichkeit haben, ein Ei auszubrüten, was wir uns dann geholt haben. Und wir mussten dann in Realtime eine ganze Stunde Fahrrad fahren. Also schon in Pokémon, aber halt, ne? Eine Stunde. Nur damit diese beiden Jungs hier rausgekommen sind. Das ist jetzt so wichtig. Okay. Ja. Okay, den hattest du schon mal, aber ich hatte ihn noch nicht. Ja, das war der Finale. Top 2, Digga, er ist gerespawnt. Da jetzt Scheiße drin ist, Bruder, dann verliere ich mich. Digga, eine Stunde für ihn. Ein Tank von Basti ist gematcht mit einem Typen, der sich selber hochspringen kann bei mir. Da haben wir wirklich eine traumhafte Comp auf jeden Fall zusammengestellt bekommen. Wir dachten uns, vielleicht reicht es ja für den 4. Orden, haben dann auf Biegen und Brechen das irgendwie gemacht. Okay, Flavia, bitte komm mal jetzt mal so mit so richtigen Arsch-Pokémon um die Ecke. Gerne. Ja. Ja, okay. Viel Spaß mit Raichu, Raikou, oder wie heißt? Das ist gut, Alright, ich hab das erste down. Raikou ist down. Da hab ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Angst gehabt. Okay, geil. Das ist gute Nachricht. Natu ist dieses Stamm. Ja, genau, der. Okay, das ist Pflanze. Das heißt, ich wechsle zu Cracksbile. Der sollte easy sein. Ich glaube, hier könnte Cracksbile auftauchen. Boss ist tot. Nein! Oh, dann ist Rettung tot. Die Rettung stirbt jetzt.
Könnte jetzt sogar sein. Was passiert? Ich hab nicht gesehen. Mann, Junge, Crackspot für 12 Minuten eingefroren. Bruder, willst du jetzt auch mal irgendwas machen? Digga, er nervt so hart. Holy shit. Digga, er denkt auch Tiefkühlfischstäbchen, Alter. Jetzt raus da. Oh. Ich hab's. Oh mein Gott, Bro. Bitte. Ey, Bruder, der ist einfach stuck da drin. Was mach ich jetzt? Bro, Basti, hilf mal bitte kurz. Ich würde jetzt auf Kroko gehen. Ja, okay. Boah. Tschüss, Alter. Feierabend. Okay. Alright. Let's go. Wir haben den vierten Arena-Leiter. Wir hatten danach nur halt ein großes Problem. Und zwar hat man zwischen Arena 4 und Arena 5 halt keine neue Route, weil die fünfte Arena in unserem Startdorf ist. Also dachten wir halt, yo, es gibt keine neue Route, wir können kein neues Pokémon fangen. Aber der Chat kam noch auf eine gute Idee. Und zwar haben wir immer noch unser Fossil offen. Und das war wirklich unsere letzte Chance, den Run irgendwie zu retten. Oh mein Gott. Wir brauchen jetzt irgendwas Gutes, Chat. Wir brauchen jetzt irgendwas Gutes. Bitte, bitte, bitte. Ja! Das ist gut. Okay. Ich hoffe, ich habe auch was Gutes. Anorit, ich weiß nicht, was ist das? Nee, das ist das Originalfossil. Du hast Feuer, 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 Kamerupt, Feuer! Kamerupt, Kamerupt! Oh mein Gott, das ist ein Big Saver! Holy shit, das kann den Run einfach saven! Wir haben uns dann entschieden, mit unseren neuen Pokémon direkt in die 5. Arena zu gehen, weil unsere anderen Pokémon schon slightly überlevelt waren und wir wollten jetzt auch nicht zu OP in die Arena gehen. Aber dein Vater ist Arena-Leiter, der sitzt den ganzen Tag da und, weiß ich nicht, guckt aus dem Fenster und wartet, ob da irgendeiner zu mir hinkommt und ihn anlabert. Gleich, dass du arbeitslos bist, halt. Ich bin jetzt Arena-Leiter, Digga, ja, Papa, wir wissen, du hast keinen Job. 5. Arena-Kampf. Sitzt den ganzen Tag nur rum und kommt mit ihm um die Ecke, Alter. Digga, guck mal, Papa, was hast du für Pokémon? Guck mal, was er bei mir hat. Papa, was ist das? Papa, was machst du den ganzen Tag? Papa, such dir mal einen Job. Papa spielt mit seinen Bienen. So, Muschus ist auch down. Easy, 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 easy. Der ist schon die ganze Zeit da. Ey, Basti, es tut mir leid, dass ich das jetzt sagen muss. Aber unser Vater ist ein unfassbarer Loser einfach. Ihn schon getötet? Digga, ja, also seine Pokémon, Bruder. Nicht unseren Vater, Digga, chill. So viele neue Routen durch Surfer. Checkst du das? Dadurch, dass wir jetzt endlich Surfer hatten, konnten wir super viele neue Routen abchecken, was ein unfassbares Blessing war, weil jetzt mussten wir nur noch Glück haben mit unseren Encountern. Und das Allerwichtigste war der erste Encounter. Weil im normalen Game bekommt man einen Legendary geschenkt an dieser Stelle. Und bei unserem Randomizer ist das auch so, aber das Legendary war komplett randomized. Es ist ein anderes Legi, ich hab Celebi. Oh no! Und ganz kurz, das ist basically eine Mystery Box mit allen Legis, die rein theoretisch möglich sind. Ja. Komm. Okay, komm, beim Spitznamen siehst du's. Come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on. Oh, das ist der Hund, das ist der Elektrohund, oder? Ah nein, das ist der Regi. Oh, das ist mega arg. Regi-Eis. Oh nein, der ist mega shit. Und ja, wir hätten vermutlich bessere Legendaries bekommen können, aber ja, wir hatten ja immer noch unsere Surf-Encounter, ne? Ja. Nimmt man mit. Die Vorentwicklung von Firnantor. Ja, Bruder. Tigger, wer ist er? Bruder, was? Wird gut. Ist Drache später. Wird gut. Trau dir? Hä? What? Ja, okay, geil. Nicht töten. Boom. Boom. Boom und zack. Easy. Basti, 1A. Neues Pokémon im Team. Ja, Mann. Sehr wichtig. 3, 2, 1, go. Formio. Okay, warte, das ist nicht der Richtige. Jetzt kommt der Richtige. Wenn wir Spitznamen machen. Ich habe ein Fleckmon. Dragoran! Yeah. Big! Oh mein Gott, ich habe schlechte Neuigkeiten. Ich hatte den schon. Ich hatte die Entwicklung. Hast du nicht? Doch. Invent new rules. Es ist Static Encounter. Da war von Anfang an so, wenn das doppelt ist, dann zählt es einfach. Hatten wir von Anfang an nicht anders gesagt. Das passt auch. Bro, es ist Level 30. Bitte, Kevin, tu mir das nicht an. Und nachdem wir wirklich jeden möglichen Encounter abgefarmt haben, den es gab, war es Zeit für Arena 6. Ja, schauen wir mal, ob es Vogel-Pokémon sind. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Wiebke war früher in der Top 4. Ja, das beginnt schon mal interessant. Ja, geiles Vogel-Pokémon auf jeden Fall. So, was ist gegen Irachi gut? Boah,
Digga, die machen aber Damage, die Jungs. Naja, jetzt nicht mehr. Ey, wir haben's. Sechster Orden, Ladies and Gentlemen. Wir hatten super Glück, die sechste Arena war unfassbar einfach. Und wir haben dadurch, dass wir die geschafft haben, jetzt noch mehr Encounter bekommen. Ich bin drin, im ersten Mal. Ich wünsche dir viel Erfolg, ich auch. Ja. Golrak. Boah! Oh mein Gott! Holy shit! Das musst du gefangen bekommen. Alter, wie mache ich das? Manche sind bei Superball schwächer. Na, niemals. Das sind halt genau das Thema, hatten wir ja schon so alte Kindheitsgerüchte, so, ja, Pokéball klappt besser und so. Pass auf, ich mache einen Superball fürs Feeling. Bro! Let's go! What? Und mit Mewtwo im Team kann er jetzt eigentlich nichts mehr schief gehen, oder? Boah, Junge, auf einmal Wirbelsturm hier bei mir. Holy shit, ja, okay, entspann mal. Kevin, was hast du gemacht? Digga, auf einmal kam hier mal der andere Witz. Kevin, was hast du gemacht? Nein. Was ist passiert? Du hast den Spiel schon neu geladen. Außer mein Game stürzt zum Beispiel ab und ich muss mir mit einem Shiny Rayquaza, was ich mir ercheatet habe, mich wieder an den Ausgangspunkt kämpfen. Also jetzt nur als Beispiel halt. Auf geht's. Ja, lass uns den Fight mal einfach spontan machen, ohne dass wir Pokémon verlieren. Oh, bitte überlebt das, Bruder. Oh mein Gott. Ja, mein Gott. Oh mein Gott, Bruder, no way. Oh mein Gott, das sieht nicht gut aus, Freunde. Er fuckt mich so ab, Alter, guck ihn dir an. Guck ihn dir an, wie er grinst, Junge. Er tut so, als wäre gar nichts gerade. Er wiped mein komplettes Team, Junge. Alter, ich gehe für Bengel, Bruder. Ich glaube, no joke, der Run is over hier. Ja, geil. Crit. Kein Crit, okay. Irgendwas anderes, jetzt keine RP. Oh, okay, bitte überlebt. Er tankt es, komm. Bitte überlebt es. Oh mein Gott. Oh mein Bro, er macht noch einen, Bro. Back-to-back Volltreffer. Willst du mich verarschen, Bro? Oh mein Gott, willst du mir sagen, ich hab die komplette Nacht mit Basti durchgemacht? Jetzt Velsa, der alles finisht, oder was? Velsa ist mehr Def und Spezial-Def ist nicht so hoch. Dann mach Mewtwo. Come on. Let's go, bitte finish ihn. What? Bitte tank! Bitte! Boss! Ja, come on! Oh mein Gott! Wir haben's! Oh! Ja! Oh mein Gott, ich dachte, der Run ist vorbei. Holy shit! Oh mein fucking Gott, Bro! Man muss aber sagen, der Rest vom Team Magma HQ oder beziehungsweise Team Aqua HQ war absolut kein Problem. Wir haben uns auf Casual noch den Meisterball mitgenommen und hatten dann noch beim Ausgang unfassbares Glück mit unserem Encounter. Oh, tschüss! Wow. Das ist geangelt. Züg, Bro. Ja. Mach ich auch eine Angelung hier. Ist man für Stunden weg und Basti ist immer noch mit Datenschutz unterwegs, scheint oh mein Gott zu sein, Lule. Yes! Bro, holy shit. Oh mein Gott. Sollen wir vielleicht wirklich einen Meisterball machen? Nein, noch nicht. Ich mach mal einen Hyperball und fange ihn kurz spontan. Also no joke, ich habe halt gleich keine Hyperbälle mehr. Ich würde notfalls einfach wirklich den Meisterball werfen. Ich brauche unbedingt ein Feuer-Pokémon. Obwohl, den brauche ich nicht. Du hast eins. Hab ihn. Let's go. Nice! Boom! Bro, Real Talk, aber Datenschutz weg wäre Upgrade für Team. Imperator ist halt ein bisschen sad, weil er ist ehrlich gut, aber auf der anderen Seite wirklich da auch mal ein krasses Juckt einfach. Ich fahre schon mal draußen ein bisschen leveln, ja? Weil ich bin ein bisschen behind. Oh, let's go! Nice, hast du ihn? Geil, mit Hyperball? Ja. Nice. Come on, gib mir irgendwas Sinnvolles, bitte. Immer noch ein Pflanzen-Pokémon, wäre geil. Boah! Oh Gott! Holy shit! Okay. Alright. Imagine, da kriege ich jetzt diesen dritten Hund. Diesen Goldhund. Digga, ich pack mir jetzt hier ganz sicher. Nice, ich hab ihn. Let's go. Bro! Wie einfach. Du hast drei Legis in deinem Team, ne?
Bro, das ist so broken, holy shit. Jetzt, wo wir ein ziemlich broken Team hatten aus Legendaries, waren wir eigentlich fast ready für den 7. Orden. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssten, wäre, ja, ein bisschen leveln. Und, naja, da können halt auch Fehler passieren. Bro, was ist denn... What the fuck, Digga? Was ist denn passiert? Mir waren es zu viele Legis, Bro. Ich hatte das Gefühl, es war echt zu einfach, you know? Nee, der hat Absturz gemacht. Ach, Mann, oh, mein Mega-Stollos. Rest in peace, Digga. Aber ich sag ehrlich, also ich glaube, es wäre jetzt auch nicht so cool für den Plot, wenn wir mit Mewtwo einfach dann in die Top 4 gegangen sind. Deswegen, es war auch eine Content-Entscheidung. Es war eine Content-Entscheidung, ihn zu verlieren. Oder? Ist doch besser so. Ah, oha, Synchron. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Satisfying. Holy shit. Bitte, 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 bitte. Miltank und Garados. Oh. Okay, ich glaube, ich schaff die, aber es kann sein, dass ich einen Pokémon verliere. Weil der eine springt sich hoch. Okay. Kann ich Surfer machen, während Dragoran in der Luft ist? Okay, meiner ist durch. Okay, jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass Basti Big Moves macht, Bro. Ja, das geht. Alle schreiben ja. Come on, Miltank down, bitte. Let's go, ich hab Miltank. Ich hab nice, Miltank. Nice, nice. Datenschutz-Time. Ja, Bro, dann hau ich deinen Impagator weg, ne? Boah. Nein, nein, das ist so viel Gag. Mach jemand ein richtiges rein. Komm, Vierer Kaktus, Junge. Vielleicht finisht es ihn jetzt. Nice. Es reicht! Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott, wir haben's. Oh mein ich Gott. Lese nur Miltank und Garados. Oh mein Gott, geil. Und nach 26 Stunden Pokémon ohne Schlaf durchstreamen brauchten Basti und ich erstmal eine kleine Pause und fingen dann eine Woche später da an, wo wir aufgehört haben. Und zwar bei unserem Legendary Groudon und Kyogre Encounter. Nur mit dem Twist, dass bei uns halt nicht Groudon und Kyogre da waren. Die Welt gehört mir. Ich werde den Lachspreis wieder senken. Wie kommst du auf sowas? Alright, Bro, machen wir's? Yes. Komm, wir brauchen jetzt was richtig Gutes. Bitte. Das wir ist brauchen so jetzt was richtig Gutes, bitte. Digga, ist das krass. Boah, das ist übergeil. Jo, das ist wirklich geil gemacht. Holy shit. Was sind die jetzt so in der Mega-Form gegen uns? Kann sein, ja. Come on. Yo, yo. Ist okay, ist okay. Ich hatte noch kein Mew, oder? Nein, wir können beide fangen, wir können beide fangen. Lass Meisterball in Ruhe. Meisterball in Ruhe, Digga. Gar nicht lange fackeln hier. Nojo, wenn wir das jetzt verkacken, Bro, dann sind wir so traurig. Okay, let's go, Chat. Let's go. Boom. Nice. Double Legendary, nice. Bro. Double Legendary. Oh, geil. Eingepackt, die Sau. Nice. Schön, Bro. Dadurch, dass wir jetzt diese zwei Legendaries im Team hatten, waren wir eigentlich direkt gewappnet für den letzten Arena-Leiter. Und das war das Letzte, was noch zwischen uns und der Top 4 und damit dem Sieg dieser Challenge stand. Alright, ich geh rein. Mach das. Viel Erfolg. Ach du Scheiße. Ah, mein Gott, das ist Eis. Ah, man hätte alle Felder ausfüllen müssen. Oh mein Gott! Ich hab's! Nein! Oh mein Gott! Ich hab's, oder? Oh. Bro, was eine schwere Arena, holy shit! Oh mein Gott, was die bitte jetzt kein Ultra-Encounter! Okay, Samurzel kommt bei mir als nächstes. Wer war das nochmal? Ich muss ja, oh, Bro, so eine kleine Eichelpflanze. Ah, ja, ja, ja. Bruder, dann hol ich doch Lavados zum ersten Mal rein. Sorry, Lava Uno. Boah. Guck dir an, wie geil der aussieht, Junge. Was Bro, ein geiles Pokémon. Bosshaft. Wen hast du? Groudon. Was? Wirklich? Ja, aber er hat eine Vierfachschwäche gegen Wasser, oder? Ich habe richtige Bots. Digga, wer ist er? Bro, ich bin Mickey Mouse Arena. Digga. Bro, mach mal bitte keine Faxen da bei dir. Hab ihn. Perlu. Perlu ist Wasser, ne? Digga, Kevin, du hast da wirklich Route 6.
Bro, wir wollen Top 4, dritte Pokémon. Du hast nichts gegen Wasser. Er überlegt, wen er gegen Perlo nehmen soll. Mann, Digga. Ich will das hier smart entscheiden. Chill mal. Guck mal bitte Perlo jetzt an, worüber du dir so Gedanken gemacht hast. Ja, moin, Big Damage. Bro, ich hab Angst, dass das Letzte, was er jetzt hat, richtig OP ist. Enikoro ist doch auch wieder normal, oder? Warum schreiben bei mir Leute Craygasm, Bro? Es ist eine fucking Katze, Chad, what the fuck? Mit so einer Fleischwurst um den Hals. So. Oh mein Gott. Digga, er sagt Fleischwurst. Elevate Nackenkissen, Junge. Alright! Massendeckel drauf. Das muss das Letzte gewesen sein. Und wir haben Arena 8 gelegt. Oh. Alle Orden gesammelt. Alle Orden. Digga, guck dich an, wie geil das oben da aussieht. Wir haben alle 8 Orden. Geil! Und mit der letzten Arena am Sack mussten wir eigentlich nur noch durch die Siegesstraße. Und die ist doch sicherlich ziemlich einfach, oder? Oder Kevin, die ist doch ziemlich einfach wahrscheinlich. Okay, Digga, holy shit, Alabis. Nice. Easy one. Ja, long story short, das hat uns einen Aal fast KO'd am Ende. Wilbo hat mir hier noch dazu geschrieben, dass ich euch im Voice-Over sagen soll, dass das so ist wie ich von Tim, der fast K.O. geschlagen wurde. Mega geiler Gag an der Stelle. Danke, Wilbo, dass du diese Videos hier editierst. Ist aber zum Glück nicht passiert. Und dann haben wir uns entschieden, noch die restlichen Encounter abzufarmen und irgendwie jedes Pokémon mitzunehmen, was wir noch mitnehmen können. Alright, ladies and gentlemen, ein weiterer Encounter. Bro. Come on, bitte Pflanze oder Elektro. Pflanze oder Elektro und geil. Eher was, Elektro. Pflanze? Elektro wäre geiler. Ja! Ja! Oh mein Gott! Bro, bitte, Basti! Bitte! Ich gebe alles. Wer ist er? Kevin, halt's Maul, ich gehe damit nicht in die Wer Kopf. Wer ist er, Bro? Oh mein Gott! Kommentarlos. Kommentarlos. Ach Leute, ey, ich weiß wirklich einfach auch nicht mehr. Ja, ich zock mit dem Pilzkäfer mal ein bisschen in der Top 4, Jungs. Der hat nicht mal Pupillen. Oh, good luck, Bro. Good luck. Pray to Chad, Jungs. Bitte was Gutes. Da bitte wirklich was Gutes. Abgeben. Okay, Ho-Oh. Und Lavados. Geil, Digga. Bitte einfach First Try, Bro. Das wäre das Beste, was passieren kann. Bei mir sieht's nicht, also beim Lavados schwächt sehr krass bei mir rein. Ja, bei mir auch. Ich muss notfalls muss ich halt fliegen. Oh! Also. Bro, Real Talk, ich glaube, wir kriegen das nicht gefangen. Wir schaffen es nicht. Töten oder fliegen? Töten ist besser. Ich könnte nur Tarnhili hoffen, dass er eine Attacke überlebt. Ja, Tarnhili, er wird ja keine Feuerattacke jetzt auf Lamus gerade planen. Wenn du Tarnhili reinpackst, sollte das eigentlich gehen. Oh, guter Take. Bitte mach einfach Sonntag, Bro. Wenn du ein Boss bist, machst du nochmal Sonntag. Feuersturm. Ja, moin. Ich lösch mich. Das ist niemals passiert. Er hat nur Feuerattacken, das wusste ich nicht. Das Ding ist halt, wir haben Metang verloren. Nein. Er war schneller. Ich pack's nicht. Er war schneller. Man wäre doch einfach nur in den Ball gegangen. Ja, no joke. Einfach bei einem von uns wenigstens in den Ball. Boah, Digga. Jetzt seht es doch endlich ein. Datenschutz muss die Sache regeln. Gigantchat. Ja. Basti, du weißt, wer jetzt wiederkommt. Nein. Doch. Nein, hör mal auf. Das macht keinen Sinn. Danach haben wir uns, glaube ich, ungefähr 5 Stunden damit beschäftigt, unsere Resteverwertung aus der Box noch irgendwie zu leveln, damit wir irgendwie einen Teamzusammenschluss sein können, was sinnvoll ist. Und dann gab es nur noch eine einzige Sache zu machen. Und zwar die Top 4 und den Champion besiegen. Oh mein Gott. Wir sind 40 Stunden, 43 Minuten und 10 Sekunden hier drin. Und jetzt kommen 5 Kämpfe hintereinander, die alles entscheiden können. Und eventuell könnte alles umsonst sein, Bro. Ich wünsche dir viel Glück. Wir sind nicht mad aufeinander, wenn einer verkackt, okay? Ey, wir machen das gerade wirklich. Boah, Sink! Sink! Oh mein Gott! Oh! Boah, das war fast Sink! Holy shit, fast perfekt. Was kommt bei mir? Bro, wer ist er? Digga, Bodycheck, er bringt sich selber um. GG. Voll Idiot, Junge. GG, Digga. Okay, der erste ist down. Digga, ich spiele so eklig. Ich mache zum 4. Mal Gedanken gut gegen Ja, Kalimpa. Ist egal. Rotz ihn einfach beiseite. Alright, Ampharos wurde gemone-shotted, Basti. Basti ist durch. Ja, ich muss jetzt noch hier Lil Bro kurz besiegen. Und bitte Crit oder einfach Finish. Nice, perfekt. Oh mein Gott, Digga. Robustheit. Digga, wir finishen ihn auf Toxic mit Doppelkick.
Die schwächste Attacke, die ich im Team habe. Einfach auf Toxic. So, zack. Wow. Einmal getroffen. Boom, easy. Ladies and Gentlemen, 1 von 5. 1 von 5 ist done. Come on. Alright. Lass mich bitte nur das erste schwach haben. Ich will wieder Gedankengut hochrufen. Ja, ich will auch einfach... Hypno, okay? Ist so. Hypno. Nalt, ist so jetzt schon auch die Wohingenau-Attacken rein? Ja, habe ich auch überlegt. Das wäre nämlich richtig... Also, Wohingenau ist Endgegner, no joke. Okay, Angriff von Marc steigt sehr. Ah, okay, er boostet meinen Angriff, aber dafür bin ich verwirrt. I see. Bitte triff einfach seinen Boss. Oh! Digga, Marc lässt sich gar nichts sagen, Junge. Boom, get fucked, Hypno. Holy shit, Alter. Digga, Funpi, Junge. Ist das der erste Orden, Bro? Ist das frech. Bei mir gibt's übrigens doch schon auch gute Gegner. Oh, Raikou. Chillig, chillig, chillig. Jo, bei mir gibt's auch mega legendäre Pokémon gerade. Aber guck mal, was ich mache für ein Damage. Bro, deine Strat ist halt so broken, ne? Oder die Frau heißt Frosina und ich wollte gerade googeln, welchen Typ Frosina hat. Ich dachte, das ist ihr erstes Pokémon, was sie jetzt schon mal announced hat. Ist der Randomizer auf Route 1 eingestellt. Digga, gerade bin ich wirklich übel lucky, ne? Also gerade so, ich bin so lucky bei mir. Ich lach komplett durch, ich check komplett das Chat-Denken, das ist der einfachste überhaupt. Jetzt kommt Puzzle, Bro. Ja, moin. Boah, Lunastein könnte Explosion haben, for real. Bro, das Ding ist, wenn einmal das Kartenhaus, so wenn man da so eine Karte unten wegzieht und uns fliegen so 2 Pokémon raus, Digga, dann ist over. Okay, bei mir kommt jetzt das erste gute Pokémon, bei mir kommt jetzt ein Entei. True, da war ja was. Feuerhund. Ja. Feuerhund, und wie hieß er bei dir? Blaze. Oh Mann, Blaze. Alright. 3 von 5. 3 von 5 dann! Ragan kommt bei mir als erstes. So heißt der Typ, Bro. Achso, dann kommt bei mir die Muschel. Digga, das ist ja einfach schon mal passiert. Ist mir geil. Peter Aalabiss als nächstes. Digga, bitte nicht. Digga, bei mir ist wirklich... Also, no joke, überleg mal, was für kranke Fights wir teilweise hatten auf dem Weg hierher. Bruder, das ist wirklich... Also, das ist Oberarsch hier gerade. Bei mir jetzt nicht so. Alright. Oh, Lugia als nächstes. Boah, ich glaube, Lugia ist einer meiner Favorite Legendaries. So ein cooles Pokémon. Digga, er macht Regentanz. Er macht Regentanz. Wir machen auf jeden Fall nächstes Mal auch Champion AI, oder wie das heißt. Bro. Ja, moin. Ein Volltreffer. Herzlich willkommen. Na, weil, also, willst du wissen, also Strafattacke macht, by the way, mehr Damage, wenn meine Stats geboostet wurden. Und Mew hat gerade full, also hatte 3 Boosts drin. Ah, okay, verstehe. Deswegen hat es so viel Damage gemacht. Super schlau, also gegen Despotar, das als Fähigkeit immer wieder einen Sandsturm hervorruft, das jetzt zu machen. Ist down. Okay, holy shit. Bro, die AI ist ja wirklich, die AI ist ja überarsch. Bro, what the fuck? Ich hab ihn. Alright, der Capitano ist tot. Es ist der letzte Kampf, bevor wir das Ganze hier geschafft haben. Basti, wir gehen da jetzt rein und wir gehen als Gewinner wieder raus. Was, Troy? Du hier? Wer ist das? Du kannst dich nicht dran erinnern, wer das ist. Oh. Okay. Also los, kämpfen wir. Sichlor, boah, sie. Wir starten mit einem Schaloko, ja moin. Basti macht erstmal den Gedankenboost. Alright, Brody. Boom. Abgesang! Okay, warte. Ich muss ihn einfach nur vorher killen oder swappen, right? Mach noch nichts, aber ich glaube, du musst, wenn du ihn jetzt tötest, sollte dir nichts passieren. Ich mache einfach Voltswechsel und swap dann. Ja. Ah, jetzt sollte ich good to go sein, right? Zack. Digga, ist das dreist, Bro. Junge, einfach so ein Lavados. Und dann so eine kleine scheiß Rose, Digga. Mann, Kevin, ich konnte mich so einfach jetzt einfach. Ich mach immer noch 4-fachen Damage. Ich konnte mich einfach gegen Schaloko, der konnte nur Härtner so einfach hochboosten. Bro, ist das ehrenlos. Oh! Ja. Oh! Unlicht, Kevin. Unlicht. Oh, oh, Unlicht oh, 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 oh. Oder Käfer. Ja, Unlicht habe ich Agu, glaube ich, right? Ja. Ja, dann gehen wir Unlicht. Abfahrt.
Ich hab grad nicht hingeguckt, ich hab bei dir hingeguckt. Was hat er gemacht? Was ist gerade passiert, Basti? Der Gegner kontert seine gegnerische Attacke um 150% des erlittenen Schadens. Das ist wieder so eine Konterattacke und er hat Robustheit, deswegen überlebt er mit einem KP. Oh, Bro. Aber es wird ja jetzt sicherlich nichts Krasses noch bei dir kommen, oder? Ich habe ja noch 5 andere gute. Kevin, guck mal, es kommen ein paar alte Gefühle auf. Oh. Wer jetzt Top-Genesung verwendet hat, einen kleinen Pimmel. Okay, hat's nicht gemacht. Digga, der muss einen Überschwanz haben. Oh, die sind stark aus der Attacke. Oh. Oh mein Gott, schon wieder gefroren. Oh, ja. Er hat keine Top-Genesung mehr, ne? Alright, Kevin. Alright, alright. Ja. Let's go. Okay, soll aber reichen. Alright, hey, Kevin, du darfst Lavados... Kevin. Du darfst Lavados nicht benutzen. Hey, doch, natürlich. Erst nach dem Fall, Bro. Das haben wir die komplette Zeit so gemacht. Wir spielen seit 41 Stunden diese Regeln. Nein, doch hundertprozentig. Das ist aber 1000%ig. Wir machen immer diese Fights gleichzeitig und wir haben immer diese Regeln gemacht. Die letzten 42 Stunden lang, Bro. Alright, mein letztes ist ein Kapilz. Ich hab meins. Pflanzekampf. Okay, ich mach für Chat, ich nehme einfach ein anderes. Ich glaube, dass auch Kapilz wahrscheinlich schneller wäre. Bro, der ist Kampf, Kevin. Der ist Kampf. Ist egal. Was will der machen? Psycho. Psycho! Wir haben's. Wir haben's. Nochmal ein Volltreffer gelandet zum Ende. Bro, die Top 4 war wirklich lucky, Mann. Wir hatten absolut keine Probleme. Aber man hat gesehen, wie schnell so ein Pokémon sterben kann. So, Bro, Robustheit hält ein KP aus und macht dann auf einmal so eine Konterattacke. Das ist insane. Ja. Sehr, sehr. Mew hat bei mir halt voll gecarried, also. Geil, Bro. Ey, Basti, GG, wir haben unsere erste Pokémon-Challenge geschafft. Bruder, ich freue mich so krass auf eine zweite und eine dritte und mit weitaus härteren Regeln nächstes Mal. Es wird geil! Und am Ende des Tages, ja, möchte ich nochmal einen besonderen Shoutout geben an meinen Bruder. Datenschutz. Ohne dich, Digga. Wer ist nicht möglich gewesen? Datenschutz. Datenschutz hat am Ende auf der Box, ist ja auch Champ geworden, Lavados. Hat auch den Titel geholt. Boom. Danke, Datenschutz, dass du dabei warst. Ohne dich wäre es nicht möglich gewesen. Viel lieber an dich, Datenschutz, du bist der Beste, Junge. Und so ging unsere Pokémon-Psychose endlich zu Ende. Ich hatte unfassbar viel Spaß, ich glaube Basti auch, und wir werden es auf jeden Fall nochmal machen, Freunde. Vielleicht dann sogar mit etwas strengeren Regeln und etwas schwereren Regeln. Schreibt uns gerne Empfehlungen, in welcher Edition wir das Ganze machen sollen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, Freunde, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.